Anke hier und der Hans ist einer der Mitbegründer des Vintage Computer Festivals. Wie hat denn das eigentlich alles begonnen? Das hat mit einer Mail für ein T-Shirt begonnen. Der Salam Ismail hat in Kalifornien das allererste VCF einfach so mal gemacht, bei sich daheim um die Ecke, und eine Webseite gemacht, wo er auch ein T-Shirt dazu gemacht hat. Ich habe 2 Tage nach der Veranstaltung davon was gefunden. Das war bitte 1998, das war noch Web 0,9. Und ich sagte, ich wollte T-Shirt. Und dann haben wir immer ins Reden gekommen. Bei der nächsten Veranstaltung war ich in Kalifornien, bei der übernächsten war ich Mitveranstalter, und seitdem gibt es das Ganze auch in Deutschland. Ganz einfach, ganz schnell. Wie ein Kind kriegen. So ein Vintage Computer Festival. Also ihr habt das in München, ich mache das seit 17 Jahren. Und wie funktioniert das? Was ist denn die Idee von so einem Vintage Computer Festival? Es ist prinzipiell ein Museum für 2 Tage. Das heißt, Leute, die sich mit irgendeinem klassischen Rechner, mit einem Thema gut auskennen, bringen ihr Thema, ihr Hobby, ihr das, was sie lieben, mit, bauen das jetzt auf, um es dann der Besucher, der Öffentlichkeit zu zeigen, was ist daran cool, warum ist es cool und warum sollten die Leute das wissen. Ja? Also, ja, Museum für 2 Tage.
Wie hat dir persönlich jetzt das Vintage Computer Festival in Zürich gefallen? Das Ganze ist ja ein Restart gewesen in der Roten Fabrik und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es hat 1A geklappt. Es gibt wie überall ganz kleine Verbesserungen, aber eigentlich gibt es nichts, was besser gemacht werden muss. Ihr habt das erstklassig gemacht und ich bin begeistert und ich würde mich freuen, wenn wir wieder eins machen können. Wunderbar, dann sehen wir uns vielleicht im kommenden Jahr beim Vintage Computer Festival 2017. Uns würde es freuen, wenn du wieder dabei bist und uns unterstützt bei deinen Erfahrungen. Vielen Dank und ich wünsche uns allen noch einen wunderbaren Abend und viel Vergnügen beim Vintage Computing.